Heute geht es so ein bisschen wieder um die Richtung USB. Da hatte ich ja schon diverse von diesen, ja, meistens nennt man sie USB-Doktor oder so ähnlich, also kleine Dinge, die man zwischensteckt und dann messen kann, welche Spannung, welcher Strom fließt da gerade über das Kabel. Das ist ganz hilfreich, wenn man Dinge diagnostizieren möchte oder messen möchte. Allerdings, ja, es ist egal, ob die fertigen oder die selbstgebauten. Da gibt es so ein kleines Problem, und zwar, ja, die sind alle mit diesem Stecker hier gewesen. Der gute alte USB, ja, 1, 2 und 3 Stecker. Heutzutage gibt es aber ja auch USB 3.1 ist es, glaube ich, oder wie auch immer man es jetzt nennt, also USB-C. Und naja, prinzipiell gibt es natürlich Adapter, dass wir hier diesen USB-A-Stecker, ist es glaube ich hier, auf USB-C umsetzen können. Aber die haben einen großen Nachteil. Wenn wir uns nämlich den USB-C mal angucken, der hatte halt ein paar mehr Pins im Inneren. Und einige von den Pins, die werden teilweise wohl auch benutzt, um so Sachen mitzuteilen wie, hallo, mach mal bitte mehr Spannung oder so. Und ich hatte jetzt die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, ob es die Pins sind oder ob es einfach der schlechte Kontakt ist, jedenfalls mit so Adaptern von USB alt auf USB-C, da hatte ich immer wieder Probleme und er hat nicht sauber umgeschaltet. Also, USB-A auf USB-C klappt nicht so ganz. Wir müssen also irgendwie, oder mein Plan war irgendwie, ich möchte jetzt dann doch so ein Messgerät haben, was auch USB-C sauber unterstützt. Hab mich dann mal ein bisschen umgeguckt und ja, ich habe mich dann doch für ein Fertiggerät entschieden, anstatt da meine eigene Schaltung ein bisschen zu verändern. Und das sehen wir hier. Ja, dieser kleine Wurfstern hier, USB Digital Tester, das ist, wie wir sehen können, ein digitaler Tester. Im Prinzip dasselbe, was wir vorher auch hatten. Wir haben einen Input und einen Output in USB-A, aber wir haben auch einen Input in C, einen Output in C und einen Input in Micro-USB gibt es auch noch. Das Ganze hat grüne Stecker und hat hier auf der ersten Seite auch tatsächlich die USB 3 Kontakte wohl zusätzlich, aber wenn wir hier auf der Ausgangsseite gucken, da ist nicht überall Metall, also das USB 3 Signal wird nicht durchgeschliffen. USB-C bin ich mir nicht sicher, wie es da aussieht, wie viel da durchgeschliffen wird, aber es sollte auf jeden Fall schon mal mehr sein, als ich das bisher hatte. In der Mitte sitzt ein OLED und das Ding hier ist noch ein bisschen was Besonderes, denn wenn wir das rumdrehen, haben wir ein schönes Typenschild und zwar ist das das Modell J7C für 3,6 bis 32 Volt, also Fast Charge, maximal 5,1 Ampere. Das Ganze kompatibel mit Quick Charge 2, Quick Charge 3, Battery Charging 1.2 und Apple Voltage und Bluetooth. Ja, das Ding hier gibt es in zwei Varianten. Ich habe die Variante mit Bluetooth. Das heißt, er sollte direkt in meine Richtung da entsprechend Dinge schicken können. So, ich würde mal sagen, das testen wir dann jetzt auch direkt mal. Nehmen uns mal hier einen etwas ledierten USB-Hub. Da sollte Strom rauskommen. Stecken ihn ein, mal gucken, was passiert. Und welcome! Und der Standardbildschirm sieht hier so aus. Okay, es ist offensichtlich in Chinesisch gehalten. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. So, ich hoffe, hier so ist es sichtbar. Wir haben erstmal hier oben 5,09 Volt, 0 Ampere, 0 Watt, 0 Wattstunden, Milliamperestunden. Hier unten, das scheint eine Zeit zu sein, würde ich schätzen. Stunden, Minuten, Sekunden. Und dann haben wir hier etwas von 0 Ohm, 27 Grad, 82 Grad Fahrenheit und Nummer 10. Wenn wir jetzt hier einmal drücken, dann kriegen wir die Anzeige auch in Englisch davor. Voltage, Current, Power, Energy, Capacity, Time und die anderen wie gewünscht. Wenn wir nochmal drücken, kriegen wir es ein bisschen größer, das ist wahrscheinlich was übersichtlicher. Volt, Ampere, Watt, Milliamperestunden, Wattstunden und gibt noch viel mehr. Das hier ist im Prinzip auch alles nochmal anders angeordnet. Volt und Watt etwas größer. Hier wird es nochmal interessanter. Hier haben wir nämlich noch ein paar Werte, die wir eben nicht so hatten. Wir haben hier nämlich D+ und D-, das heißt die Datenleitungen. Wenn man da etwas anklemmt, kann man da auch sehen, was die Datenleitung macht. Und last but not least, 35 Volt, unter 3 Volt, das sind wahrscheinlich Abschaltspannungen. Interessanterweise, Strom 8 Ampere ist eingestellt, irgendwas. Okay, jetzt ist er gerade rausgesprungen, über 8 Ampere. Und wir können den Screen umdrehen, das war's. Okay. Ansonsten, wir sehen ja hier schon, einmal drücken, kurz drücken ist Display,
lang drücken ist Reset. Das heißt, wenn wir lang drücken, dann setzt er einmal alle Werte zurück. Sieht man jetzt nichts, weil ist ja noch nichts da. So, Input haben wir jetzt. Gucken wir mal, ob wir einen Output hinbekommen. Wo ist das Kabel, was ich eben hatte? Stecken wir das einfach mal hier unten ein. Theoretisch müsste er jetzt Saft haben. Klemmen wir mal hier irgendein Handy an. Das hier. Und was passiert? Nicht viel. Ich kriege keine Anzeige. Das könnte jetzt sein, dass das Handy einfach zu viel Strom zieht für diesen USB-Hub. Ich gucke mal gerade, ob ich da irgendwie anderweitig ein bisschen mehr Saft bekomme. So, der Laptop soll es richten. Dann stecken wir mal da ein. Mal gucken, was jetzt passiert. Welcome und... Okay, das Handy brauchte nur ein bisschen Überzeugung. Jetzt sehen wir hier aber, ist ja nur ein PC, das heißt, wir sind limitiert auf 500 mA und wir haben, Überraschung, 500 mA. Wir sehen ja auch die Pfeile. Wir sehen, dass die Spannung also vom Eingang zum Ausgang fließt, wie es aussieht. Wir sehen ja auch schön, wie Energy und Capacity jetzt hier hinten hochzählen. Die Zeit zählt jetzt auch, ist jetzt seit 42 Sekunden dran. Und hier sehen wir was mit 10,6 Ohm, was auch immer das jetzt ist. Müsste ich mal nachlesen. Auf den anderen Bildschirmen, wenn wir ein bisschen weiter drücken, da sehen wir dann auch hier die Spannungen. 0,12, 0,11 Volt, das ist jetzt natürlich eine Datenverbindung, dadurch, dass das hier kein Netzteil ist. Wenn wir ein Netzteil holen, dann sieht das natürlich anders aus. Haben wir hier ein Netzteil? Wir haben ein Netzteil. Nehmen wir das hier mal. Das kann irgendwie 1000 Quick-Charge-Arten angeblich. Gucken wir mal, was das Netzteil dazu sagt. Das Handy. So, das sieht doch gut aus. Jetzt mit Netzteil zeigt er hier entsprechend an DCP, also Dedicated Charging Port. Er erkennt also, dass das hier ein Netzteil ist. Wir haben auch hier entsprechend die Spannung hier. Das wird wahrscheinlich vom Tester kommen. Und wenn wir jetzt hier einstecken, dann sollte theoretisch so, jetzt Strom fließen. Strom fließt. Wir sehen hier unten 1 Ampere, 1,4 Ampere. Und oben die Info, dass das Apple jetzt Standard ist. Das kommt soweit hin, ist jetzt gerade ein Apple-Gerät, was hier gerade zum Reparieren rumliegt. Also, offensichtlich klappt der Tester. Frage ist, wie sieht es mit USB-C aus? Wir haben einen Input, wir haben einen Output. Gucken wir mal, was er draus macht. Tja, und das könnte jetzt interessant werden, denn ich habe mein USB-C-Netzteil geholt. Das Problem ist, naja, das hat ein festes Kabel dran. Das heißt, ich habe nur ein USB-C-Kabel. Unser Input... ist aber ja ein Stecker. Was passiert denn, wenn ich den USB-C in den Output stecke hier? Geht es dann in Flammen auf oder? Es passiert einfach nichts. Okay. Was ist, wenn ich Output dran mache? Tja. Sieht nicht so aus, als ob es so funktioniert. Das ist natürlich schade. Können wir denn wenigstens mischen? Lasst mal gerade schauen. Was haben wir denn? Wir können das Netzteil wiederholen. So, ich hoffe, das geht einigermaßen. DCP ist okay, Spannung ist okay. So, jetzt holen wir mal mein, genau, das Lenovo-Tablet hier, weil das kann irgendwelche USB-Charge-Gedönses. Und was brauchen wir noch? USB-C-Kabel wäre nicht schlecht. Okay, das hier ist jetzt ein USB-C auf USB-C-Kabel. Mal gucken, ob er das macht. Output und Output hier rüber. Und was macht er? Nicht ganz, was ich erwartet habe. Wir haben DCP, er lädt, aber nur mit 5 Volt. Das ist die Frage, lädt er nur mit 5 Volt, weil er schon voll ist? Wahrscheinlich. Und was wir jetzt auch noch probieren könnten... Das gerade schon mal da haben. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier den an den Input ranstecke? Dann geht er auch weg. Okay. So, jetzt mal blöde Frage. Was ist denn, wenn ich jetzt in dieser Kombination mein USB-C wieder einstecke? Nicht, dass das Netzteil irgendwie nicht schaltet, weil es keine Last erkennt, die es passt. Gerade mal gucken. So, Netzteil direkt. Symbol kommt für Laden. Okay. Den hier so einstecken. Ah, sieh an, es funktioniert, er geht an. Und, oh, und er hat jetzt auch auf 9 Volt hochgeschaltet. Jetzt ist, ja gut, er geht jetzt wieder runter, weil er
schon genügend Spannung oder Leistung drin hat im Akku, wie gesagt. Aber wir hatten kurz 9 Volt gesehen. Und wir können tatsächlich Input und Output offenbar komplett hier tauschen. Gerade nochmal auf den anderen Bildschirm gehen. Mal gucken, was er da sagt. Ja, jetzt sehen wir auch, die Pfeile gehen jetzt in die andere Richtung. Und das ist natürlich dann ganz praktisch. Gut, wie gesagt, ich fahre das Tablet mal leer, aber wir haben ja noch was. Und zwar Bluetooth. Das sollte ein Bluetooth-Gerät sein. Ich gucke gerade mal. Das Ding kam leider ohne jegliche Info. Aber wenn man im Internet nach dem Namen sucht, findet man zum Glück da eine Software, die nennt sich e_test. Gibt es aber nur im Apple App Store. Für Android wird ein Link auf einen One-Click-Hoster mitgeliefert, wo es eine APK gibt. Okay, ich habe die APK probiert, konnte bei mir kein Bluetooth finden. Also gucken wir mal, ob es auf Apple besser funktioniert. Ich habe es jetzt hier mal so eingerichtet. Probieren wir mal. Findet jetzt nichts. Vielleicht sollte man das Ding auch einstecken. Könnten wir mehr Chancen haben. So, Ding startet. Und wir sehen, ja, da ist tatsächlich ein UC irgendwas BLE. Dann wählen wir das doch mal aus. Hier kam gerade ein Bluetooth-Symbol und yep, jetzt plottet er hier auch fleißig, zeigt die Werte an. Also der sieht schon mal soweit erstmal ganz gut aus. Interface können wir auch auf Englisch stellen. Dann können wir ein bisschen mehr sehen. Okay, also wir haben Current, Voltage und Power hier. Wir haben die Uhrzeit, allerdings nur ein 12-Stunden-Format, wie er aufzeichnet. Und wir haben hier, wenn wir hier gucken, können wir die einzeln resetten. Ansonsten alle Werte, die wir auch auf dem Display sehen können. Ja, etwa einmal die Sekunde würde ich schätzen, dass hier Werte kommen. Ja, hier sieht man es auch. Geht einmal die Sekunde hoch. Wie sieht es hier aus? Auch einmal die Sekunde. Also, das sieht schon mal ganz gut aus. Das können wir mal testen, wenn wir hier einschalten, das Ding. Gucken, ob der dann mit dem Current irgendwie was macht. Und hier sehen wir gerade, er ist auf 9 Volt hochgegangen. Leider ist es jetzt gerade nicht sinnvoll zu sehen wegen dem Overlay. Aber ja, hier sieht man es schön, wie er es plottet. Einfach durch unterschiedlichen Verbrauch. Und wir können ja mal hier Voltage und Current ausmachen, dass wir nur Power haben. Ja, super. Können wir wenigstens zoomen. Können zwar zoomen, aber das ist nur auf die Zeit. Wie es aussieht, nicht auf die Wattzahl. Das ist schade. Dann holen wir uns den Current. So, dann sieht man wenigstens ein bisschen was. Und jetzt versuche ich mal. Moment. Hä? Sekunde, das hier ist nicht Current. Okay, die Label für Current und Voltage sind vertauscht. Deswegen sah das gerade so seltsam aus. Okay, wenn wir jetzt gucken, jetzt müsste ich eigentlich hier in der Lage sein, 1,33 Ampere, 1 Ampere, ich den jetzt hier auf Vollgas mache, jo, 2 Ampere, wir sehen deutlich, er steigt hier. Also, wir können hier schön plotten. Können wir auch irgendetwas anderes hier mitmachen? DC, AC. Okay, hiermit können wir die Nummern hier durchschalten. Das ist eventuell interessant, wenn man mehrere Geräte messen möchte. Hilft mir aber jetzt nur mäßig viel, denn ich hatte gehofft, dass es noch einen Export zumindest gibt. Da hätte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Aber anscheinend müssen wir damit klarkommen. Tja, wir können auf jeden Fall sehen, per Bluetooth Low Energy war es jetzt, glaube ich, kann eine Verbindung aufbauen und die Daten zumindest mal auslesen. Soweit, so gut. So, was können wir denn noch machen? Naja, wir können natürlich mal einen Blick ins Innere werfen. Mal wieder hier ein bisschen heller. Gehäuse sieht mir geklippt aus. Wo ist ein Schrauber? Mal gucken, ob wir das halbwegs schmerzfrei auseinander bekommen. Yep, da sind Pfosten. Da ist es ineinander gesteckt. So, hier ein bisschen aufpassen mit dem Schalter. PC-Buchse. Und das sieht schon ganz gut aus. Da sind wir. Wir haben offensichtlich eine Platine darunter, haben ein Display oben drauf. Komm raus da. So. Was haben wir unterm Display? Schaumstoff. Da sieht mir aber auch nicht so aus, ob da noch irgendwas drunter wäre.
Okay. Und auf der anderen Seite, da haben wir unsere Magie. Und die Magie hat keinen Namen. Leider nichts drauf. Na gut. Ist ja inzwischen leider relativ häufig zu sehen. Was haben wir denn hier noch? Wir haben VIN markiert, wie es aussieht. Da, 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 da. Einen 0,1 Widerstand hier. Okay. Die Antenne ist hier oben in der Mitte vom Board. Hat man auch oben freigelassen. Okay, also man hat sich zumindest ein bisschen Gedanken gemacht. Wir haben einen 3-Pinner. Das wird ein 3,3 Volt-Regler sein. Oder SE8533. Klingt fast so. Ein 24 MHz Quarz. Hier ist ein BP06013-68A2. Der große Chip, der wahrscheinlich das Betriebssystem und alles enthält, der hat nichts drauf. Und hier haben wir nochmal einen 333. Okay. Mit noch mehrere Stromversorgung. Na gut. Ansonsten nicht viel zu sehen. Interessanterweise geht die Antenne auf den Chip hier. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Man könnte also meinen, dass der Chip ein spezieller Bluetooth-Transceiver ist, aber dafür hat er eigentlich relativ wenig Pins. Speaking of Pins, wir haben hier jede Menge Löcher. Das heißt, da könnte ein Programmierport wahrscheinlich dahinter sein. Eventuell, wenn man da mal ein Firmware-Update machen muss oder so. Und ja, viel mehr haben wir nicht hier drin. Also akzeptieren, ups, nicht auf dem Display drücken, das könnte Aua tun. Akzeptieren einfach, dass das so erstmal nur eine mäßig gut funktionierende Bluetooth-Schnittstelle hat, aber die gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an. Ich verlinke euch unten noch einen Bericht von jemandem, der das mal komplett durchgemessen hat, so was die Genauigkeit angeht. Da kann es natürlich auch immer mal so ein paar Überraschungen geben, aber wir haben gesehen, die Spannungen stimmen grob, der Strom stimmt grob und grob ist in den meisten Fällen ja ausreichend für hier so ein Gerät. Für mich ist es das jedenfalls. Wer es genauer haben will, wie gesagt, ich werde es unten verlinken. Okay, also wir haben ein Gerät, was das, was ich eigentlich gesucht habe, problemlos kann. Es kann USB-C, wie wir sehen, auch mit höheren Spannungen. Das war ja das, was für mich relevant war, das Power Delivery Zeugs. Das funktioniert. Wir können auch das Klassische noch benutzen und wir können per Bluetooth die Daten zumindest rausziehen, auch wenn es nicht so komfortabel ist, wie ich das gerne hätte. Wie gesagt, ich habe es nur auf dem Apple-Gerät zum Laufen bekommen und da gibt es keinen Export. Unter Android finde ich das Gerät gar nicht. Ich werde dazu noch ein Follow-up machen und zwar ist mein Plan, da das ja einfach nur Bluetooth ist, mal zu gucken, ob man das nicht so ein bisschen reverse-engineeren können, eine eigene App dazu schreiben können. Das müsste eigentlich möglich sein. Das Ding hat zwei Endpunkte, einmal BLE, einmal normales klassisches Bluetooth und es scheinen zumindest mal auf den ersten Blick Daten rauszufallen. Also man kann es auf jeden Fall zu einem PC oder einem ESP32 verbinden oder natürlich auch einem Handy, wenn man eine sinnvolle App dafür schreibt. Gut, prinzipiell aber, Werte sind da. Wir sehen, wir haben jetzt hier irgendwie 11,3 Wattstunden in unser Tablet reingemacht, auch wenn es halt, wie wir eben gesehen haben, nicht ganz so leer ist, dass der wirklich nennenswert was zieht. Ich gehe aber nicht davon aus, dass da große Probleme entstehen. Wir sehen, 2 Ampere schafft er locker und bis 6 Ampere soll er ja hochgehen. Das sieht bisher alles ganz gut aus. Genug geschwafelt. Wie gesagt, ich kümmere mich mal ein bisschen um neue Software dafür. Wenn ich da was hinkriege, werdet ihr es wahrscheinlich hier sehen. Und bis dahin tut er, zumindest bis auf die Bluetooth-Schnittstelle, meiner Meinung nach, was er soll.